Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der FIFA 17 Karriere mit Werder Bremen. Im letzten Part haben wir ja leider gegen Bayern München verloren, obwohl man sagen muss, dass wir wahrscheinlich die bessere Partie gespielt haben. Aber gut, das ist der Fußball, so schreibt sich das Ganze auch in Fußball gerne mal. Muss ich mitleben, wir sind auf jeden Fall immer noch vierter Platz. Road to Champions League ist immer noch mit dabei. Road to Twitch Streaming Project FIFA 17 hat keinen Sinn gemacht, interessiert mich nicht. Wir sind nicht in der Schulzeit, zumindest bin ich das momentan nicht und da brauche ich jetzt auch keine wirklichen Deutsch-Englisch-Kenntnisse haben. So, das ist unser momentanes Team. Es tut mir außerdem auch. Warte mal, Dropny ist runtergegangen auf eine 76, okay. Ich entschuldige mich auch nochmal dafür, dass in letzter Zeit sehr wenig Videos kommen in Form von Pokémon wie auch FIFA. Da kommt ja Minecraft momentan ziemlich hart, aber an Minecraft bin ich stark gebunden. Also ich muss Minecraft bringen. Ich weiß nicht, soll ich Grillitsch von Anfang an spielen lassen? Ich bin da irgendwie gegen. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber draußen ist, glaube ich, momentan Eisregen, habe ich das Gefühl. Zumindest hört sich das irgendwie so an. Bin mir da aber nicht sicher. Weil Grillitsch ist normal drauf, während so ein Markfriede momentan, der hat richtig spassende Backen. Ja komm, so ein Barkfried, den knallen wir jetzt mal rauf. Gestöber, jetzt auch nochmal draus. Es lag einfach an der Motivation, ich weiß nicht, so auf Pokémon und FIFA hatte ich keine Lust gehabt. Heute wollte ich dann auch wieder Pokémon hochladen, also an dem Tag, wo auch FIFA kommt. Das Problem ist, ich habe meinen Pokémon trainiert, vorhin offscreen. Und dann ist ein Desmium, also mein Emulator, einfach abgestürzt, so aus dem Nix. Ey, liegt mir da nicht im Weg rum. Einfach abgestürzt, so aus dem Nichts und jetzt habe ich nicht gespeichert und meine Pokémon sind wieder auf dem Level, wo sie vorher waren. Das hat mich so hart getriggert, dass ich mir gedacht habe, ey, jetzt hast du gar keinen Bock mehr da drauf. So, und heute geht es ja gegen FC Augsburg in Augsburg, ja, im Stadion Neda. So, und dann beginnen wir mit der Partie. Wir stoßen mal an, Schöpf jetzt am Ball. Wir gehen mal direkt auf Offensiv. Wir haben in den letzten Part schon gesehen, was es bringt, wenn wir auch ausgeglichen sind, nämlich relativ wenig. Okay, Junusovic jetzt am Ball. Junusovic wäre jetzt durch. Schieß, Junusovic. Okay, schwacher Linker, komischer Winkel. Mein Gott, das kann man auch mal so daneben dreschen. Ist schon mal ein Anfangsschüsslein gewesen. Und dementsprechend habe ich auch schon für längere Zeit kein FIFA mehr gespielt. Soll keine Ausrede sein, falls ich wieder verkacken soll. Ich meine, das letzte Spiel war halt ziemlich, ziemlich gut von mir. Also wirklich, Hut ab auf jeden Fall für meine Leistung. Aber kann natürlich auch gut sein, dass wir jetzt hier wieder verlieren, weil ich halt länger nicht mehr gespielt habe. Aber oder weil ich einfach Pech habe. Das ist natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Wie gegen Bayern halt. Weil da kann man erzählen, was man will. Was macht denn der Bayer da? Da kann man erzählen, was man will, aber ich habe die bessere Partie abgeliefert. Würde ich jetzt sagen, ja. Aber gut, was soll man sagen? So ist halt, wie gesagt, der Fußball. Und außerdem, das ist ja nicht mal Real Life, das ist ja hier, das ist ja virtuell. So, da oben nochmal eine kleine Blitztabelle. Also man sieht es nochmal ganz gut. Wir haben sehr gute Chancen, Bayer Leverkusen wieder überholen zu können, was Platz in der Tabelle angeht. Komm, Junusovic, jetzt lauf. Anfaken und rein damit die Pille. Der ist ja komisch. Was hat denn der Verteidiger? Egal, dass er da so reinspringen konnte. Hut ab an den. Junusovic jetzt mit dem Eckball. Fangt ihn rein. Da steht Sané wieder mal. Oh, schade. Ich dachte, Garcia kommt da noch ran. Was macht denn der Keeper da? Egal. Gnabry. Okay, zu Schöpf. Och, ich habe mir so gedacht. Komm, schießt da mal drauf. Wo ist der Ball? Wieso hat kein... Egal, der Hinteregger ist heute ein bisschen betrunken auf den Platz gekommen. Der ballert den so ganz komisch ins Aus. So, da steht Gnabry oder wer ist das? Da ist Junusovic, der will den Kopfball ansetzen. Schöpf kriegt auch nicht den Kopfball. Mein Gott, sind wir heute kopfballschwach unterwegs. Eieieiei, Alter, Bayer hat heute einen guten Tag erwischt. Oh, aber Barkfrede, ach, schon wieder Bayer, der da in den Ball kommt, Mann. Komm. Nein, der ist durch. Moisander, tu was, Niklas. Okay, ich glaube, Moisander kam da noch ran. Ich habe da jetzt gerade nicht wirklich drauf geachtet. Okay, gut. Werner zu Gnabry. Nein, ich wollte nicht schießen. Das war ein Zweikampf, Mann. Oh, Mann, Junge. Das habe ich so oft, dass ich Zweikampf drücke und er dann halt schießt, weil er dann noch irgendwie an den Ball kommt. Verdammt. Bin ich der Einzige, der das Problem irgendwie hat in FIFA? Ich habe das Gefühl, als wäre ich der Einzige mit diesem Problem, ey. Liegt's einfach, weil ich zu krass antizipiere mit den Knöpfen? Hallo! Ich wollte gerade sagen, das war ja wohl ein sehr krass Vorteil. Liegt es daran, dass ich einfach die Knöpfe viel zu krass antizipiere? So von wegen, ach, jetzt kann man mal Viereck drücken, der wird mir gleich bestimmt den Ball wegnehmen. Ach, warte mal, nee, jetzt habe ich auf einmal den Ball. Jetzt schieße ich auf einmal. Ja, das ist sehr nervig, ey.
So, Schöpf spielt das sehr gut aus. Das ist Timo Werner. Judosovic! Judosovic! Mann, alles wird hier abgeblockt. Mein Fenster ist offen. Ich brüll rum wie die letzte Krähe, ey. Judosovic mit dem Eckball. Sané steht da, kriegt nicht den Kopfball. Natürlich, wie soll es nur anders sein? Aber Judosovic ist ja immer noch am Ball. Der Junge, der gibt nicht auf. Sané mit dem Schuss. Oh Mann, ich dachte irgendwie für einen Moment, das wäre Gnabry. Auf einmal habe ich gesehen, wie groß der Typ eigentlich ist. So fast 2 Meter Bulk. Och, ist bestimmt Gnabry. So, ja, Bayer, der tanzt da so komisch mit dem Ball herum. Soll er mal tun, wenn er spassende Backen hat? Ach komm, Mates. Wir können jetzt hier nicht solche Aktionen hier bringen, ja? Einfach an den Ball, bitte. Nein! Komm, geh ran, Dropny! Dropny, oder? Dropny, Alter. Ach, egal, war ja immer noch gut gemacht. Werner, du bist ein Stürmer, du weißt, wie du zu laufen hast. Da war oben alles frei, du hättest einfach nur laufen brauchen. Ach nee, warte, ihr spielt uns offensiv. Da denken sich die Spieler, ach, also selbst wenn wir am Ball sind, wir können ihn ja immer noch verlieren. Da bleibe ich lieber ein bisschen weiter hinten. So, Garcia. Ach du Scheiße! Viel Glück Augsburg denn da jetzt hatte, aber ich hatte da auch ein bisschen Glück gehabt, dass meine Verteidiger das relativ gut gemacht haben. Boah! Egal. Sehr schön gemacht mit Schöpf. Oh nee, Alter, ist der Verteidiger schnell. Och ja, Mann, ist doch in Ordnung, wenn ihr zu zweit auf mich drauf bulkt, ey, meine Güte. 1 gegen 1 habt ihr wahrscheinlich noch nie im Training gehabt, oder was? Oh Gott, Junusovic, was war das für eine Aktion? Nein. Uhuhu. Wir spielen das hier gerade sehr risky, wollte ich mal ganz kurz sagen. Okay, sehr gut. Timo Werner unten zu Gnabry. Schönes Passspiel hier auf jeden Fall. Warte mal, sah das so knapp aus oder war der Kilometer weit daneben? Ich habe mir so gedacht, ey, da fasse ich mir mal ins Herz und schieß mal drauf, so, aber okay, okay, so knapp war der dann doch nicht. Okay, nee, ich habe mal nichts gesagt, nein, nein, ich habe gar nichts gesagt, das war vielleicht ein bisschen zu overhyped von mir. Kopfbälle kriegen wir da ja ganz gut nach solchen Abstößen, aber dann steht da halt keiner, der den Pass irgendwie empfangen kann. Zumindest den Kopfball empfangen kann, würde ich natürlich sagen. Oh, verdammt, Alter. Das haben sie zu gut gespielt, als hätte ich da rankommen können. Usami jetzt. Ich dachte, der flankt direkt, Mann, oder passt oder so. Nein, 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 nein. Was macht Garcia denn da? Also ein bisschen hohes Bein, aber ich will mich mal nicht beschweren. Opare, Chor, Dominik Chor schießt. Aber gut, dass er daneben schießt. Und da bin ich gerade mit meinem Knie gegen die Unterseite meines Schreibtisches gekommen. So, und Dropny bisher eine sehr, sehr souveräne Leistung. Deswegen natürlich auch keinen neuen Keeper verpflichtet. Weil, wieso sollten wir uns einen neuen Keeper auf jeden Fall verpflichten, der... Naja, wenn wir Dropny halt im Tor haben. So, Junusovic. Och Mann, ey, dann kommt er da mit seiner Pike da irgendwie von hinten bei mir an den Ball ran. Und das ist doch wieder mal abermals so schlimm hier. So, Bayern... Bayern sei schon. Leverkusen gewinnt 1-0 gegen HSV. Okay, da ist es mir sogar egal. Ich hoffe sogar, dass die gewinnen gegen HSV, weil es HSV halt ist. Dortmund verliert gegen Leipzig. Okay, alles klar, alles klar, alles klar. Ich merke schon. Wieder eine sehr schöne Partie eigentlich von mir. Pressing nach vorne, gute Chancen, zweikampfstark, relativ zumindest. Wir verlieren auch öfter mal den Ball, aber trotzdem. Wir führen nicht. Es ist kein Tor für uns natürlich, nicht für die Gegner. Ich weiß nicht. Und der Usami trägt ganz komische Handschuhe. Er hat nicht mal Vorteil gezeigt, Mann. Junge, entscheid dich doch mal, Schiedsrichter, Mann. Siehst so aus, als hätte ich Zeit für dein Business. So, Sami, der könnte nach oben passen. Nein, er flankt. Steht Junusovic. Der gewinnt sogar den Kopfball. Opare, okay. Aber Gnabry ist der bessere Schwatte. Oh, was? Habe ich das gerade gesagt? Timo Werner. Da oben ist Junusovic. Renn, Junge. Ach, Mann, der ist zu langsam, oder? Ja, jetzt läuft er mir den Weg da ab. Oh, oh nein, ich habe ihn dran gesehen, Mann. Wie war der denn? Alter... Oh mein Gott, wie knapp. Alter Schwede, wie knapp, Mann. Ich fasse es gerade irgendwie nicht. Dass der nicht drin war. Wow. Wow. Das war so ein schöner Schuss. Und der ging so knapp eigentlich daneben. Fucking hell, Alter. Egal, Gnabry ist heute zweikampfstark drauf, Mann. Ich glaube, den haben wir eine Spritze gegeben vor dem Spiel. Luis Suarez, ach ja stimmt, der ist ja gewechselt, da war ja was. Lauf! Jetzt muss es aber ein Tor sein! Oh mein Gott, Junge! War das denn schwacher Rechter? War das Kruse?
Ja, das war Kruse. Na, schwacher Rechter, okay. Trotzdem, so ein Kruse sollte den reinmachen. Junusovic wieder mit dem Eckball. Und da steht Moisander, Niklas. Wenn jemand ein Tor macht, dann ist es Niklas. Okay. Oder Schöpf hat auch Bock. War das ein schöner Schuss, Mann. Aber egal, wurde direkt auf den Keeper gezogen. Okay, wieder Eckball, ne? Hier von Junusovic. Kruse jetzt mal mit dem Kopfball. Keiner kann irgendwie Kopfbälle machen. Das ist unglaublich. Egal, wir kriegen nochmal den Einwurf. Gebrselassie zu Schöpf. Wieder Gebrselassie. Flankt da rein. Da steht Kruse jetzt aber. Jawohl! 1:0 Werder Bremen, Mann. Ist das zu viel verlangt? War das jetzt so schwer, ey? War das jetzt so schwer? Und ich hoffe, wir gewinnen das jetzt auch mal. Also, dass wir jetzt nicht irgendwie noch zwei Zähler reingedonnert kriegen oder so. Dann werde ich aber richtig, Alter, dann werde ich richtig fahrig. Dann werde ich aber richtig fuchsig, das schwöre ich euch aber. Dann ist hier echt Schluss mit lustig. So, oh Mann, das hätte sogar ein Foul von mir sein können. Gegen Ja, gegen Kuh, Ja, Kuh. Finn Bogason jetzt am Ball. Junusovic wird getunnelt und dann schießt er irgendwo ins Nichts, Alter. Hat da wahrscheinlich einen Fan gesehen, der irgendwie einen Stinkefinger oder so gezeigt hat. Oh, ich wollte den eigentlich ganz nach unten bringen zu Gebrselassie, aber egal. Ging ja auch noch so. Schöpf, lauf doch! Wir spielen auf sehr offensiv, Mann! Okay, gut gemacht. Der kommt noch ran, bevor der im Aus ist. Hä, was macht denn Schöpf, Mann? Vor allem er grätscht den so, dass er nur noch ins Aus reingrätschen hätte können. Max jetzt am Ball. Da vorne außen läuft doch einer von Bogason sein Name. Sané muss jetzt außen helfen, weil Gebrselassie ja da vorne geprescht ist. Oh Gott, Altintop, Altintop. War das nicht irgendwie so, dass der Altintop, der in der Türkei spielt, sein Vertrag irgendwie aufgelöst worden ist? Ich weiß nicht, ob es Hamid war. Ich glaube, das war Hamid Altintop und nicht Halil. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich verwechsel die gerne mal miteinander. Einer von den Altintop-Brüdern hat auf jeden Fall Vertragsauflösung gekriegt in der Türkei. Alter, ich habe schon passend gedrückt, Mann. Einer von denen war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht wer, aber einer war das irgendwie. Ich habe da irgendwas gelesen bei der Sport-App. Oh, Junusovic. Ach, Mann. Wenn einer auch mal das Spiel drehen kann, dann ist es Junusovic. Oh, da bist du so komisch weggefault. Wobei Max Kruse ja das Tor gemacht hat, ne? Das Kopfballtor, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Was machst du für eine Schussfinte, Alter? Jo! Gebrselassie lebt gefährlich, Alter. Der geht steil. Pass mal lieber wieder zurück. Uiuiuiuiui, aber da kommt da so ein bulliger Sané, Alter, der sich von sowas nicht beeindrucken lässt. Lauf! Werner! 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 Timo Werner! Sein erstes Tor, glaube ich, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Schönes Tor, Mann. Timo Werner, der eiskalte Knipser. Deswegen haben wir dich gekauft, Junge. Aber auch sehr schöner Pass von Schöpf diesmal. Ich glaube, Schöpf ist unser Vorlagengeber. Ich glaube, der macht nicht so wirklich die Tore. Und Timo Werner dann mit seinem... Ich glaube, es war sein erstes Tor. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Das können wir uns ja jetzt nochmal anschauen. Oh! Es tut mir leid, Timo. Ah, ne, wobei. Er spielt ja bei Leipzig, ne? Die Tore, die er bei Leipzig geschossen hat, werden ja auch noch mit dazu gezählt, oder? Ich glaube, das war aber das erste Tor für uns. Also das erste Tor, das er für uns geschossen hat. Wenn ich da falsch liege, dann tut's mir leid. Wow, okay. Auch sehr interessanter Seitenwechsel. Oh, Junusovic! Die Gottesgrätsche! Nein, abgefälscht. Oh, ich habe ihn da oben gesehen. Den, war das wieder Werner? Ja, es war wieder Werner. Schade, schade, Marmelade. Oh, schade, Mann. Da kommt so ein Opare da natürlich zwischen. Der ist natürlich schnell, der Opare. Steht gar nicht außer Frage. Steht gar nicht in Frage. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Magfrede macht da keinen Scheiß, ey. Wollte gerade sagen, Mann. Okay, runterpasst. Schöpf. Gebrselassie wieder am Ball. Pass mal nach vorne. Jetzt läuft Kruse. Du bist schneller als Opare, oder? Kruse, komm, mach das 3:0. Viel zu spät abgeschlossen. Ah, verdammt. Viel zu spät abgeschlossen. Aber so schlimm ist es ja nicht. Wir führen ja, ja. Wir führen ja. Und außerdem zu 0. Bisher. Aber jetzt kommen die Augsburger. Ich stehe immer noch auf sehr offensiv, fällt mir gerade ein, obwohl ich ja schon führe. Uiuiuiuiui. Da hätte er auch was Besseres ausmachen können. Aber Glück gehabt für uns, dass er da so einen komischen Volley rausknallt. Die wechseln. Ach, ich habe gar nicht gewechselt, ne?
Bringt es. Ach komm, ich mach's einfach. Ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt, jetzt noch wechseln zu wollen, aber pff, komm, so ein Kruse gegen Pizarro, so Bargfrede gegen Fritz. Und wir machen mal einen Dreierwechsel. Gassier gegen Paslak. So ein Defensivwechsel auch nochmal. Und dann gehe ich mal zurück zu ausgeglichen. Ich glaube nicht, dass es so viel bringen wird, wenn ich jetzt noch als sehr offensiv hier durch die Gegend latsche. Gassier, sehr schön, Kopfball. Und du wirst gleich ausgewechselt, Gassier. Der so ein starkes Spiel spielt. Komm, Schöpf, jetzt durch. Durch, Mann. Oh, man kann ja mal belieben, man kann ja mal belieben, ja. Also wenn wir schon 2-0 führen in der 90. Minute, dann kann man auch mal sowas ausprobieren, oder? Ja, gut, es war ein ganz schöner Versuch. Das kann man Schöpf jetzt hier nicht irgendwie schlecht reden. Es war ja ein schöner Versuch. Wie gesagt, 2-0 führen wir ja, da kann man auch mal auf sowas wieder gehen. Irgendwie ist der Hype von den Anfangsparts wieder weg. Erinnert ihr euch noch an die Anfangsparts, wo ich nur Longshots getroffen habe? Alter Schwede, das waren. Hohoho. Zum Beispiel, als Sebastian da war. Möd. Das waren Dinger, Alter. Lecco mio, Bobo Blanco, Alter. Ich glaube, das werde ich so schnell nicht wieder nochmal hinkriegen. Wir gewinnen 2-0, Alter. Jetzt hoffe ich natürlich, dass Leverkusen HSV kaputt geschossen hat und dass. Wer war nochmal unter mir? War das Köln? Ich glaube, Köln war unter mir. Mit derselben Anzahl an Punkten. Bin mir jetzt aber nicht sicher, ja, wie man hier sehen kann. Also wir haben auf jeden Fall wieder mal das Spiel komplett für uns entschieden. So, nee, Köln hat auch gar nicht gespielt, sehe ich gerade. Bayer Leverkusen hat auf jeden Fall gewonnen, so viel steht fest. Leipzig hat gegen Dortmund gewonnen. Und Borussia Mönchengladbach, gegen die wir als nächstes im Pokal müssen, haben auch verloren. Upsa, was habe ich jetzt gesagt? Bin halt ein Link, nein. Unsere Ziele sind gefährdet, bitte was? Ach, der Nachwuchsarbeit, stimmt. Patrick Schneider hat unser Vertrag schon mal akzeptiert. Genau, da war ja was. Okay, nee, das werde ich jetzt mal machen. Was war nochmal unser Ziel? Halt, hier Vorstandserwartung. Wir haben ja jetzt ein. Wir haben schon einen Stürmer. Wir brauchen. Komm, wir holen uns einen neuen jungen Torwart. Wie wäre es denn damit? So, Jugendstab. Scoutbericht verfügbar. Wir schicken dich mal wieder zurück. Du bist gerade unterwegs. Alles klar. Dann suchen wir uns mal einen Torwart. Wo gibt es die besten Torwärter? Deutschland, Manuel Neuer, nein. Wo gibt's gute Torhüter? Wo gibt's gute Torhüter? Also, Spanien hat sehr krasse schon an den Tag gebracht, ne? Aber ich glaube, es gibt kein Land, das so speziell für Torhüter steht, oder? Also für wirklich krasse, viele vor allem. Ich bin mir da nicht sicher. Ja, es kann sein, dass ich falsch liege. Jetzt kriege ich gerade eine Nachricht, aber okay. Also, da mag mich da an irgendwas zu erinnern, wo jetzt hier Markus Hase will auch mal wieder trainiert werden. Markus Hase, ja? Unser MVG, Kappa. Irgendein F. Ja, bei Markus Ha beim Hase halt. Hieß der überhaupt Markus? Habe ich gerade Markus überhaupt gesagt? Warte mal, ich bin jetzt gerade doch Markus. Ich war gerade ein bisschen brain AFK. Seine Beweglichkeit stimmt zumindest schon mal. So viel kann man sagen. Scout ist wieder da, sehr schön. Pressekonferenzen, die gehen mir Marsch vorbei. Florian Kainz möchte mehr Geld bekommen. Natürlich. Eine Frage des Geldes mal wieder. Ja, ich merke schon. Ich merke schon, wie das hier im Verein läuft. Alle wollen sie nur Geld. Ach komm, wir suchen mal einen Torhüter in meinem zweiten Land, Polen. Vielleicht gibt es ja schöne polnische Torwärter hier. Gucken wir mal, ob es in Polen da irgendwas Schönes gibt. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber Dragovic, ja. Absolutes Torwarttalent. Und kommt aus Polen. Also nicht unterschätzen, nicht unterschätzen. Szczęsny zum Beispiel, okay, Fabianski war nicht der krasseste, hat aber polnische Nationalmannschaft gespielt und da schlägt er sich gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht heißt nicht, dass ich ihn jetzt komplett lobe, ja. Macht auch manchmal seine Patzer, aber egal. Trotzdem. So, wir haben ja einen neuen Spieler jetzt vorhin gekriegt. Den guten alten, da ist er, der Schneider. Herr Schneider, hoffentlich spielt er nicht im Schneidersitz. Die Workrates, okay, mit. Spezialbewegung 2 Sterne, ich glaube, den werden wir verleihen. Das hat, glaube ich, so keinen Sinn mit dem. Also nichts gegen ihn jetzt, aber. Ich denke nicht. Da ist so ein Hase mit 3 ist natürlich da. Das ist natürlich. Eine halbe Welt. Warte mal. Ist auf jeden Fall ein höherer Meilenstein. So, Veljkovic kann auch mal wieder raus. Melden gerade einen Diagne auf jeden Fall. Komm, Diagne setzen wir auch mal wieder auf den Stammplatz. Ich meine, so ein Moisander. Der war früher mal krass mit seinen Schüssen. Der ist ja in dem einen Part absolut abgegangen, wie Schmidis Katze und so, aber der hat irgendwie den Flow verloren. Er hat seine Spritze wahrscheinlich verloren mit Anabolika. Was wollte ich gerade nochmal nachschauen? Ich hab's schon wieder vergessen.
Irgendwas wollte ich nochmal nachschauen. Fuck. Team Rang können wir auch mal wieder nachschauen. Stimmt, Max Kruse ist momentan der Beste aus unserem Team anscheinend. Danach kommt Gnabry. Gut, Gnabry hätte ich jetzt vielleicht auf Platz 1 gesetzt. Vor allem, weil er noch so extrem jung ist. Schöpft als Dritter. Okay, wer ist der Schlechteste aus unserem Team? Ich würde sagen, diesen neuen Spieler, den wir gekriegt haben. Diesen RF da. Ja, Patrick Schneider. Usman Mané danach. Dann kommt Markus Hase. Alles klar. Ich merke schon. Moisander auf Platz 15. Das lässt er sich nicht gefallen. Ja. Adama auf 9, Alter. WTF, Mann. Adama, Alter. Kannst du dir mal auf die Schulter klopfen. Das ist echt nicht schlecht. Hier kommt ein Teambericht. Können wir nochmal reinglotzen. Ja, genau. Droppen hat ja 1 irgendwie verloren da. Bei Vertrags, ja genau, das weiß ich. Es ist sogar gut, dass wir dann nochmal einen Ersatzkeeper dann haben, so einen Jungen. Weil es kann passieren, weil Dropny ja schon ein bisschen älter ist. Kann es ja mal passieren, dass der Typ irgendwie was mit seinem Kreuz hat oder so dann irgendwann und dass wir dann auswechseln müssen gegen einen Jugendspieler. Oh, Gepastalas hat auch schon verloren, aber dafür haben wir ja Pastalak da stehen. Manon Busch, bla bla bla, Diagne, richtig. Petzos und so weiter und so fort. Alter, schon der plus 5, meine Freunde. Heilige Mutter Maria. 69, 70, ja, Flaslo Kleinheißler, auf den könnte ich mir auch mal wieder freuen, ey. So, das Max Kruse, also, auch 28-Jährige können aufsteigen, das weiß ich, hatte ich schon öfter gehabt. Aber dass der noch nicht gestiegen ist, ne? Naja, Patrick Schneider, ich denke nicht. Du bist bei mir aus dem Schneider. Ja, Werner ist sogar aufgestiegen, krass. Eggestein, Usman Mané, ja, Hünteler wollen wir ja wieder wegsetzen. Das war keine super Saison für ihn. Und der Hase, ein aufregender Mann für die Zukunft, ja? Merkt euch diesen Satz, ja? Also an alle, die an den Typen hier nicht glauben. 2 Spiele, 1 Tor, 1 ohne Gegentor. Ja, das ist doch eine super Bilanz. Timo Werner, ja gut, 4 Tore, wie gesagt. Doch, okay, alles klar. 3 Vorlagen sogar. Na gut, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Party gefallen hat, würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Kowski und bye bye. Habt noch einen schönen Tag.